Besonders stolz sind wir eigentlich auf das, was wir tagtäglich leisten, also unsere Mitarbeiter und wir auch als Familie. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir da vorne sind und dass wir am Mann sind. Und meistens Spaß macht uns eigentlich, meiner Frau und mir jedenfalls, hinterm Tresen zu stehen und den Kunden direkt anzusprechen. Ja, mein Name ist Jörg Idchen, ich komme aus Cuxhaven und bin Inhaber der Bäckerei und Konditorei Idchen mit Restaurant Cliff. Unser Unternehmen ist 109 Jahre alt, gegründet 1912 und wir sind eigentlich ein reiner Bäckerei- und Konditoreibetrieb mit Cafés angeschlossen und seit neuestem haben wir hier in Salenburg am schönsten Strand der Welt ein Restaurant. Wir bieten natürlich alles an, von Frühstück bis Kaffee und durch das Restaurant natürlich auch Abendgeschäft. Also in der Struktur sind wir, ich glaube, breit aufgestellt wie sonst kaum eine Bäckerei. Also die Backstube fängt morgens um 2 an und wir schließen das Restaurant abends um 23 Uhr. Das heißt, wir haben 3 Stunden Pause im Unternehmen, aber in den 3 Stunden sind natürlich auch irgendwelche Menschen, weiß ich was, zumindest auf dem Heimweg oder wieder auf dem Weg zur Arbeit. Zurzeit haben wir 120 Mitarbeiter, davon sind 95 in der Backstube tätig bzw. im Verkauf und 25 hier im Restaurant. Ja, da wir sehr touristisch geprägt sind, ist natürlich klar, dass wir im Sommer alle Standorte geöffnet haben. 9 Standorte, davon 8 mit Kaffee, das heißt, und das Restaurant noch dazu. Wir versuchen uns so ein bisschen den Touristen und natürlich der Gegebenheit hier anzupassen. Der Umweltschutz spielt für uns natürlich eine wichtige Rolle. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, da sind wir alle im Augenblick gefragt. Wenn man die Sahne aus Lahmstedt nimmt, ich glaube, ist das regional. Wenn man versucht, mit einer Mühle zusammenzuarbeiten, die in der Region ist, da gibt es ja hier oben auch nicht mehr so viele von. Aber wenn man das tatsächlich irgendwie in seinem Unternehmen versucht durchzuführen, dann sind wir der Erste, der mitmacht. Und dafür steht die BEKO, dass man einfach versucht, auch ein bisschen regionaler zu werden. Und das ist mir ganz wichtig. Also wir spüren das schon, dass viele Leute danach erkundigen, ob wir vegetarisch oder vegane Produkte im Portfolio haben. Hier im Restaurant natürlich deutlich mehr als in der Backstube, aber in der Backstube Brot ist immer vegan. Also die Mitgliedschaft bei der BEKO für mich als Aufsichtsratsvorsitzender, das muss man ja immer vorsichtig formulieren. Also für mich bedeutet das, dass ich einen Dienstleister für den Bereich Bedarf, Backwaren, alles was wir brauchen, Rohstoffe, natürlich die BEKO sehe, zumal wir auch Flexibilität brauchen. Das haben wir dort, dass wir da wirklich einen Ansprechpartner haben für Kleinigkeiten, ob es nun eine Pfanne ist für das Restaurant oder ob es 50 Tonnen Mehl sind. Also von daher ist das ganz wichtig. Also dieses breit gefächerte, was die BEKO bietet, ist für uns als wirklich Produzent ganz wichtig.